Heute gibt es einen richtig coolen Snack, und zwar überbackene Tacos. Wie man diese macht, zeige ich jetzt da hinten bei mir auf der Terrasse. Für unsere überbackenen Tacos benötigen wir Rinderhack, Zwiebel, schon klein geschnitten, muss nicht filigran sein, Baconwürfel, Paprika, auch in kleine Streifen geschnitten, Gurken, Tomatenrelish, Chiliflocken, geriebenen Käse, in dem Fall Mozzarella und hier diese Taco Shells. Achso, und des Weiteren Tomatenmark und Knoblauchzehe. Würzen werde ich das Ganze mit Pfeffer, Salz und Paprika. Ja, können wir direkt am Grill weitermachen. Legen wir los. So, zuerst ein wenig Öl, habe ich gerade nicht erwähnt. Jetzt folgt der Bacon. Dann die Zwiebeln. Und jetzt das Rinderhack. Jetzt das Tomatenmark und der Knoblauch. Na eben. Auch ein bisschen anrösten. Jetzt folgen die Gewürze, also erst Salz. Paprika. Und dann noch der Pfeffer. Jetzt zum Schluss noch die Paprika dazugeben. Und zum Schluss jetzt noch ein wenig von den Chiliflocken. Perfekt. So, unsere Hackmasse wäre fertig und wir können unsere Tacos zusammenbauen. Und runter damit. So, damit die Kollegen nicht vor Schwäche umfallen, habe ich sie in so eine Aluschale reingepackt. Jetzt folgt ein bisschen von der Hackmasse. Nachdem das geschehen ist, folgt jetzt ein wenig von dem Gurken-Tomaten-Relish. Und abschließend noch den geriebenen Mozzarella draufgeben. So, die Tacos wären gefüllt. Die Burschen wandern jetzt für ungefähr, ich würde mal sagen, ja, 6-7 Minuten nochmal indirekt auf den Grill. Und dann sollten sie fertig sein. So, auf der Seite ist die Kohle und hier packe ich die Burschen drauf. Jetzt den Deckel drauf.
und die besagten, ja, ich sag mal, ja, 6-7 Minuten abwarten. So, die Zeit des Öffnens ist gekommen. Also Häubchen ab. Also ich würde sagen, die Kollegen sehen total prächtig aus. Jetzt wird probiert. Cheers. Einen noch. Hat eine gute Schärfe und eine Frische von dem Gurkenrelish. Müsst ihr unbedingt nachmachen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.